Hallo Leute und damit zurück zu Dark Souls. Yay! Ich stehe hier immer noch beim Wasserfall, der extrem laut ist. Ich habe das Gefühl, wir haben den Finsterwurzgarten einigermaßen erkundet. Außer hier ist jetzt irgendwie noch ein neues Gebiet. Ruhe. Und dann ja wieder zurück. Ich wollte jetzt eigentlich mal hier die Leiter runter. Mal gucken, wo wir da eigentlich rauskommen. Was? Okay, da ist wieder ein Item. Geil, eine Seele. Kommst du hier vorbei? Ja, da ist nämlich die Brücke. Nur wegen der bin ich hier gelandet eigentlich. Jetzt hätte ich das alles gar nicht gesehen hier. Okay, es geht noch weiter nach unten. Ich hoffe, dass jetzt hier nie noch ein Bosskampf ist. Denn es fühlt sich gar nicht so gut an, mit den vielen Seelen hier rumzurennen, Leute. Bin ich auch überhaupt nicht clever. Finsterwurzbecken. Okay. Ja. Hier war doch die Hydra, Leute. Bin ich hier vorbei? Weil ich ja eigentlich gelernt habe, dass ich hier... hier in den See soll. Aber anscheinend hätte ich das doch machen können am Rand, wie ich gerade sehe. Okay. Hallöchen. Bremsen. Okay, die nächste bitte. War schneller als du. Okay. Okay, dann bin ich also wieder hier. Und wo kam der jetzt bitte? Hier. Gut, dann bin ich jetzt hier. Das bedeutet, wir können eigentlich... Da oben war Havel. Das Feuer ist mir so ein bisschen zu weit weg. Das nächste, würde ich jetzt sagen. Und... hier müsste doch... hier war doch auch irgendwo ein Feuer, bilde ich mir ein. Habe ich damals entdeckt, als ich den schwarzen Ritter hier erledigt habe. Ist es doch, ne? Genau. Sehr geil. Ein Schwert? Nee, ist einfach nur die Grafik. Okay, Leute, ich glaube, ich kann nochmal aufsteigen. Nee, kann ich nie. Kann ich was poppen? Gott, ey. Wenn ich jetzt Mann wäre, würde sich das auch völlig falsch anhören, glaube ich. So, welche denn von denen? Verlorene Untote ist, glaube ich, nicht so viel. Und? Oh Gott. Wieder viel zu viel. Naja, gut. Also, ich wollte Kondition. Was passiert denn jetzt mit dem Silberritterschwert eigentlich? Ja, die Werte würden minimal hochgehen. Beweglichkeit wäre sogar besser. Klar, weil das ja auch aufs C skaliert. Aber ich mache auf jeden Fall erstmal weiter Kondition, Leute. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Dann nochmal reparieren am besten. So eine alles reparieren Taste wäre eigentlich auch eine richtig geile Sache. Wenn ich ehrlich bin. Oh. Okay.
Dann gucken wir jetzt mal rein. Und zwar, was hatte ich mir denn jetzt vorgenommen? Ich wollte jetzt. Tochter des Chaos. Denn da geht es nämlich ein neues Gebiet rein, wo ich noch nie war, aber ich kann mich daran erinnern. Den Fahrstuhl konnte ich ja nicht benutzen. Das ist wahrscheinlich später dann ein Shortcut, könnte ich mir gut vorstellen. Wo ging denn das? Da ist es doch schon. Du hast du da jetzt auch gerastet, weil. Beziehungsweise stopp. Da unten war doch auch direkt ein Feuer. Und ich bilde mir ein, hier war auch eins der goldenen Tore. Die aufgegangen sind, nachdem ich Ornstein und Smaug gelegt habe. Okay, die hier sind auch richtig unangenehm. Wären eigentlich Spitzenkandidaten für Resident Evil, muss ich sagen. Okay, ja. Natürlich überall Lava. Bei die Jungs hier. Okay. Nur durch die Lava wäre ich doch bestimmt nie durch können. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, es ist zwar Fantasy, aber. Scheint mir ein bisschen eigenartig. Da unten steht ein Gegner. Ist doch hier der Ziegendämon. Kenn ich doch, den alten Halunken. Okay. Unten noch überall. Alles potenzielle Gebäude, wo ich hinkomme. Oder hinkommen kann. Scheiße. Bosskampf, Leute, ich erkenne es natürlich. Immer wenn das Nebeltor hier bleibt, kann ich mir sicher sein, dass es ein Bosskampf ist, weil ich nicht mehr zurückkomme. Okay. Wer lauert denn hier? Gehe jetzt noch niemanden. Okay, hier geht's rein. Okay, ich kann anvisieren. Aber er ist irgendwie nicht getriggert, Leute. Mit ihm. Lavastromdämon. Na, Heidewitzka. Boah, ja, richtig geil. Scheiße. Okay, was habe ich denn auch erwartet, ne? Wenn ich ihn andotze. Okay, gleich wieder zurück, würde ich sagen. Alter Schwede, ey. Mich mit einem Schlag hat er mich weggeäumelt. Schwein. Erst war er so passiv. Und jetzt, durch einen Pfeil hat er mich sofort weggewämst. Na geil. Okay, ja.
Ist der jetzt immer getriggert? Denn ich habe nämlich schon einen Plan, Leute. Geh nämlich hier rein. Wie ist denn das, wenn ich den von hier jetzt mal so ein bisschen andotze? Okay, das ist ja lächerlich. Okay. Hier liegen aber meine Seelen, ne? Und würden der jetzt nie getriggert? Jetzt. Ich weiß nicht, was der macht, aber hier fühle ich mich irgendwie sicher. Na, ich hab's irgendwie gedacht. Ah, hier! Okay, ich habe das Gefühl, am besten zweihändig, oder? Ein bisschen Schaden auszuteilen. Hallo! Oh Gott. Nee, jetzt die Brille richten. Macht er das nochmal? Naja. Geil. Scheiße, zu spät. Echt kaum Schaden, ne? Uhu! Ja, Dämon! So kann man das auf jeden Fall machen, habe ich das Gefühl. Ja, der macht nochmal was. Ich weiß halt nie, ob den sein komischer Arm oder was es sein soll. Hier durchäumelt durch den Berg. Denn wir wissen ja. Okay, es reicht. Was wollte ich sagen? Die Gegner können ja immer durch die Wände irgendwie durch. Ballon. Okay, geil. Der dritte hat ordentlich gesessen. Gut, ich kann ja auch durch die Wand, merke ich gerade. Okay, aber das ist gut zu wissen. Gleiche Chance für alle. Vielleicht eine Rolle zu viel. Oh, das wird knapp. Schaffe ich nie, ne? Uah, gut, wieder weg. Ist auch nicht, es ist so ein Instinkt. Ich habe irgendwie Bedenken, dass der mich hier durch die Mauer durchbekommt. Die Mauer ist gut, ne? Ich meine natürlich den Berg. Bums, da ist er down. Geil. Guckt euch das an. Wie viele Seelen? Huch. Die Lava ist weg, oder? Ja, jetzt kann ich nämlich da unten lang, Leute. War genau der richtige Weg, tatsächlich das so zu machen. Wie viele Seelen hat er gebracht? 20.000. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
Sind diese Gegner irgendwie alle froh, Ornstein und Smaug zu machen? Weil, ja, ich will jetzt nicht überheblich klingen, weil ich wäre noch richtig am Ausrasten sein. Aber jetzt im Vergleich zu Ornstein und Smaug, muss ich zugeben, war das schon relativ nett. Irgendwie. Ist so überschaubar. Okay, guck dir doch gleich mal die Klamotten an. Ja, die scheinen ja irgendwie wichtig zu sein. Hier, das hier, ne? Die gehen rein. Okay, ist in vielerlei Hinsicht schlechter. Was aber hervorsticht, ist die Giftresistenz. Ja. Habe ich nämlich nur 21. Magie und Feuer sind auch nicht scheiße. Okay. Würde ich mal anziehen. Okay. Sehe halt einfach aus wie. Wie die Dementoren von Harry Potter. Heftig, heftiger Style. Geil, ich lieb's. Mein Feuerschaden abzuwehren ist, glaube ich, hier nie so scheiße, ne? Mal ja auch nie drüber reden. Ich guck da erstmal hier runter. Aha. Ja, nett. Ja, richtig was los da unten. Schön. Okay, einer ist schon motiviert. Mit dem los? Kommt der mir jetzt entgegen? Ja, geil. Okay. Ist doch auch. Doch auch hier dieser Taurus-Dämon, oder? Ganz vom Anfang, wenn ihr euch erinnert. Ja, auf der Brücke. Und jetzt sind da einfach mal 8 Stück oder so von dem da. Okay, mal gucken, wie ich gegen die ankomme. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, alles entdeckt, ne? Hier war jetzt der Boss. Der hat mir natürlich geholfen. Weil ich jetzt in das Gebiet erst richtig reinkomme, wenn ich das verstehe. Sonst hätte ich da unten auch gar nichts erreichen können. 24.000. Das wird wohl nie reichen für ein Level. Habe ich das Gefühl. Quälen sich auch übelst, ne? Aber ich weiß, dass ich die nie andotzen darf, weil dann kommen nämlich so eklige Parasiten raus aus denen. Hält mir überhaupt nie. So, guck doch mal, wie das aussieht hier. Nee, natürlich reicht's nie. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen kämpfen, Leute. Was soll's? So, da ging's da runter. Ja, Feuerlevel ist gar nicht so mein Lieblingssetting, muss ich zugeben. Irgendwie so. Keine Ahnung, wie ich es sagen soll. Nicht so meins tatsächlich. Okay, ich pick mir den jetzt mal hier einzeln raus und guck mal, was bei dem abgeht. Der kommt halt direkt, ne? Kommst du? Ich dachte, das sah gerade aus, wird er losrennen. Entschuldigung. Mein Bogen ist halt echt auch grenzwertig. Bin jetzt angetotzt, ja. Jetzt los, ey. Gott, ist der motiviert. Guckt euch den mal an. Okay.
Nett. Gottes Willen. Auf jeden Fall bitte nie alle auf einmal, würde ich da sagen. Heftig halt aber, Uni. Schlimm, der Bogen. Mir echt den Bogen aufwerden, Leute. Kommst du, Alter? Nee. Jetzt auch wieder nie. Mit denen. Oh, jetzt Scheiße. Gib den nochmal ihn mit. Der ist schon echt beängstigend. Alleine, wie der auf mich zurennt, Leute. Echt nicht so cool. Und rollen. Kann auf jeden Fall zwei Hände spielen, oder? Würde ich sagen. Ich gehe jetzt auch mal hier runter, weil ich glaube, mein Bogen ist halt echt ziemlich bescheiden. Ich habe den noch nicht mal erwischt, ey. Böser. Okay, ich treffe die halt einmal mehr. Traurig. Was habe ich denn für einen scheiß Bogen? Der echt richtig böse. Oh Gott, jetzt kommt der näher. Ich treffe keinen einzigen von denen. Jetzt habe ich doch ihn getroffen. Und jetzt kommen die beide. Auf die Nähe. Uhu. Bitte hierher. Ja, hier kann man besser campen. Da ist der Boden nämlich schön eben. Ein bisschen zu weit. Oh, der kann mich auch wegtrampeln, Leute. Oh, das war traurig. Und rollen. Bin dann nicht so hundertprozentig zufrieden. Hab doch jetzt zweihändig gespielt und trotzdem habe ich so viele Schläge gebraucht. Naja, gut, ne? Alles noch nicht so optimal, merke ich gerade. Naja, komm du mal her, Alter. So, zweihändig. Geil, durch die Beine durch. Ja, kannst den nie komplett down machen. Nur drei Schläge und dann wegrollen. Es reicht leider mir. Komplett den zu erledigen. Den Herrn. Also die Taktik funktioniert trotzdem, muss ich sagen. Nein, wer rennt da bitte so rein? Ja, er kommt auf jeden Fall. Irgendwie auch richtig cool. Ah, shit. Okay, jetzt will ich aber auch alle machen, ne? Ist klar. So, den einen pick ich mir noch raus. Und den letzten kann ich dann da hinten machen. Richtig geil. Dann treffen. Geil. Vier Schläge mit dem Silberritterschwert plus 5.
Weil es sind schon übelste Eule hier, ne, die Jungs. So geil, wie ich immer hinter dem. Boah, nee, völlig falsche Richtung. Boah, shit. Ja. So, one in one. Dass ihn das auch gar nicht juckt, dass ich seine ganzen Brüder gekillt habe. Da bin ich wieder. Das ist nicht die gute Idee hier. Da hat mich jetzt, die haben mich jetzt alle bekommen, ne? Natürlich nicht so eine gute Prognose. Da ist er. Okay, egal. Ich habe es auf jeden Fall erledigt. Okay, das ist jetzt hier Fiesenhausen, oder was? Das sind jetzt überall Items, aber die kriege ich doch nie, Leute. Da muss ich doch in die Lava rein. Im Leben nie. Nee. Das mache ich nie. Ach, auch überhaupt nie logisch. Oh, das ist fies. Nee. Schade. Vielleicht findet man noch irgendwas, wie ich das machen kann, aber ich werde nie in die Lava reingehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine geile Idee ist. Wie weit ist das entfernt? Och, super weit. Oh Gott. So eine Panik gekriegt. Dachte, ich komme da jetzt den Berg nie hochgerollt. Aber das andere traue ich mir nie, Leute. War ganz nett. Das andere ist super weit drin. Nee. Lass ich jetzt. Ich will es Schisser. Aber ganz ehrlich, Leute. Ich weiß nämlich nie, ob die Jungs hier nochmal spawnen. Ja, Dämonen. Den gehe ich lieber zurück und level jetzt nochmal auf, Leute. Safety first, du weißt ja nie, was passiert. Okay. Mache ich denn jetzt Kondition oder nochmal ein bisschen Beweglichkeit, Leute? Wegen Schwertpower. Schwierig. Wie viel bringt das nochmal? Ja, es kommt ja jetzt langsam so der Punkt, wo es sich auch nicht mehr lohnt, ne? Meins sind ja jetzt auch nur drei Punkte mehr in Schaden, wenn man es mal ganz genau sieht. Eigentlich auch so dumm. Ach so, lieber. Okay, Leute. Ich habe das gar nicht aufgelevelt. Ich habe irgendwie... Wie viele Pfeile habe ich denn noch, Leute? Kann ich eigentlich nicht zurückrennen? Kann ich eigentlich auch hier gucken? Haben wir noch andere Pfeile? Wachentöterpfeile? Ja, gut.
Denn ich hatte jetzt gerade überlegt, ob ich mit dem Geld, was ich da jetzt noch in der Tasche habe, vielleicht doch nochmal wohin denn reise am besten? Was ist denn der schnellste Weg? Eigentlich Kammer der Prinzessin. Ich muss mir nämlich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, lass mich mal kurz gucken nochmal. Langbogen plus. Das konnte ich ja nie machen, weil ich höchstwahrscheinlich keine Scherben mehr habe, ne? Keine großen. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Und dafür wiederum müsste ich, wie die ganze Zeit schon geplant, halt, stopp. Kammer der Prinzessin. Würde ich ehrlich gesagt gerne mal machen, den Bogen mal ein bisschen aufwerten. Jetzt kommen ja halt wieder diese Invasion, ne? Würde die allerdings erstmal ignorieren jetzt. Mich mal um meinen Bogen kümmern, weil der gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt noch gar nicht so richtig. Ein bisschen den Schaden könnte man schon mal erhöhen, wenn ihr mich fragt. Oh, jetzt sind ja hier wieder die Jungs, ne? Weil die lasse ich jetzt erstmal stehen. Ja, also ich sag mal so, wenn das eh so ein Event ist, was ich jederzeit immer wieder machen kann, stresse ich mich jetzt nicht mehr so, Leute. Bin ich auch ehrlich. So. Dumm wäre es natürlich, wenn er noch mehr Leute jetzt killt, ne, am Feuerband schreien. Sollte ich vielleicht vorher nochmal nachlesen. Das wäre richtig unangenehm. Okay, aber du willst jetzt... Oh, hatte ich nie irgendeine Clue, die er auch irgendwie... Naja, egal. So, erstmal eine. Weil das reicht, glaube ich. Dann gucken wir mal so Stück für Stück, wie es weitergeht. Ich muss unbedingt die Kiste mal benutzen, ne? So, okay, cool. So, dann haben wir zwei große Scherben. Kannst du wahrscheinlich vier kaufen. Wie kannst du im Allgemeinen? Nur eine, weil wir keine Seelen mehr haben. Na klar. Logisch. Natürlich wieder Klassiker. Okay, Leute. Gut. Dann würde ich mich bis zur nächsten Folge drum kümmern. Da unten so den einen oder anderen Silberritter nochmal zur Erledigung, um mir ein bisschen ein paar Seelen zu holen. Und vielleicht mache ich in dem Atemzug auch gleich nochmal so einen Run durch die Tiefen, um mir Menschlichkeit zu holen, was ich ja eh die ganze Zeit schon mal vorhatte, aber es hat sich bisher zwischen den Folgen nie angeboten, das zu machen. Und wenn wir den Bogen so gesagt bisschen gelevelt haben, was ich wirklich gerne möchte, weil ich den ja schon häufig benutze, ne? Dann geht es weiter in die Dämonenruine, ne? So hieß es, glaube ich. Und da habe ich ja gesehen, da gab es ja noch einen Weg, wo so ein Ziegendämon stand. Den werde ich mir natürlich nochmal angucken, Leute. Und ich sage vielen lieben Dank heute schon mal fürs Reinlunzen, Leute. Und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder, 17 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut, Leute. Macht's gut, bis bald. Tschüss.